jetzt latsche ich erstmal schön, weil ich dafür das 100K Special nur Play Store Karten von Österreich bekommen, darf ich jetzt erstmal schön deutsche Karten besorgen. Und das mache ich jetzt gleich bei der Tanke. Und ich hoffe mal, das passt alles, dass wir das auf der Reihe kriegen. Bis gleich. Also ich dachte, ich wäre in Scheiße getreten. So, hier sind gerade 7 15 Euro Google Play Karten. Hat an der Tanke geklappt. Ich hatte mir gedacht, oh naja, vielleicht kriegst du sogar noch Payback-Punkte. Nein, leider nicht, auf die Karten nicht. Aber egal, jetzt mache ich mich auf den Weg und ich hoffe mal, dass der Lichtle dann zur rechten Zeit noch seine Karten bekommt. Ja, hier hatte ich die Karten. Andere Seite kann ich jetzt nicht mehr zeigen, weil da stehen die Codes drauf, die sind schon freigerubbelt. Aber ja, bloß dass ihr eben wirklich mal seht, das ist einfach nicht nur so, oh, naja, das sind halt YouTuber und fertig, sondern wirklich, wenn man halt irgendwie ein Problem hat, dann hilft man sich halt gegenseitig. Und ja, ich meine, klar, waren es jetzt irgendwie 105 Euro. Ich weiß, dass ich es von Lichtle wieder bekomme und fertig aus. Also von daher ist das auch gar kein Thema. Und bloß das wollte ich euch einfach auch nochmal zeigen. Und auch dieses, also ich habe zum Beispiel heute auch eine Nachricht wieder bekommen von wegen, ja, Lichtle hat mit dem zweiten Account jetzt mittlerweile fast mehr Abos auf YouTube als du mit deinem ersten. Bitter, bitter. Wo ich sage, ich habe das schon mal erwähnt, geht einfach darum, ich bin nicht neidisch auf andere Leute, grundsätzlich nicht. Und von daher sage ich mir einfach, das ist doch vollkommen in Ordnung. Also wie gesagt, wie findet ihr das? Also grundsätzlich, wie findet ihr das, dass das mit Lichtle so geklappt hat? Also ich bin wirklich einfach so der Meinung, das ist einer der YouTuber, die es einfach wirklich verdient haben. Klar, wäre es natürlich auch eine coole Sache, wenn es bei mir so gelaufen wäre oder bei mir dann irgendwann so läuft. Klar, aber wie gesagt, er hat es verdient, fertig. Also er ist nicht so ein Lappen, wo man sagt, oh naja, toll, warum, weißt du? Also von mir auch an Lichtle hier nochmal Respekt zu den 100k Abos. Die sind ja mittlerweile auch schon weit drüber hinaus. Ich glaube, 108k hat er mittlerweile. Also wie gesagt, ich wollte es euch einfach nochmal zeigen, dass ihr halt seht. Also es ist nicht nur einfach so, ach gut, okay, wir haben hier was miteinander am Start und das war's. Sondern wirklich, ja, wir helfen uns gegenseitig auch im Real Life.